Hallo, liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Ark Extinction. Hier sind wieder die Velandra und der Flufu. Hallo. Und wir haben uns heute vorgenommen, Schneeeulen zu holen. Ich bin so gespannt auf diese Viecher. Ich möchte sie unbedingt haben. Ja, wie ihr sehen könnt, unsere Base wächst auch so langsam. Da kommen wir dann nachher nochmal zu. Da machen wir nochmal eine eigene Folge von, wie das jetzt in der Base aussieht. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt erstmal ins Schneebiom. Wo bist du? Ich sitz da. Okay, am Rand nach draußen, oder? Ja, da geradeaus einfach weiter. Okay. Und ein bisschen höher. Ja, nicht ganz so hoch. Bisschen, habe ich gesagt. Ja, okay. Jemand hier irgendwo drauf, ja, genau, ne? Genau, da drauf müsste es sitzen. Na, da ist ja. Oh, hier ist sogar ein großes Metallvorkommen, kann das sein? Sollten wir uns merken. Ach, hier ist richtig Metall. Das weiß ich. Achso, Entschuldigung. Hier ernte ich immer. Ach so. Ja. Da kommen ganz viele Metalle her. Ja, so. Dann würde ich sagen, Scope ausrüsten. Und los. Und los. Ja, dann mal gucken. Boah, bist du schnell. Also ja, wahrscheinlich, weil ich noch ein bisschen zu voll beladen bin, aber das ist ja nicht so dramatisch. Ich kann ja gar nicht schneller sein. Man kann die Viecher nicht mehr ja, auf. Ja, stimmt. Nee, deswegen ist es wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich doch ein bisschen mehr noch dabei habe. Das wäre schön, wenn man das könnte. Willst du über die Kuppel fliegen? Sieht zumindest von dir so aus. Ich fliege genauso wie du. Okay. Besser? Ja, ja, ja. Ich werde mich dann gleich da vorne erstmal irgendwo hinsetzen und mal eine andere Rüstung entziehen. Ach, die habe ich schon an. Achso. Ich habe mir ja vorgesorgt. Ja. Ich bin ja nicht unvorbereitet hierher. Ja. Aber jetzt machen wir Narkosemittel mit. Die ist kalt. Okay. Haben sie das geändert? Weil normal kam mit der Lederrüstung ganz gut klar. Naja, es ist nur ein Schneeflöckchen. Achso, okay. So, haben wir alles angelegt. Ich höre komische Geräusche. Komische Geräusche? Ja. Mal gucken, wo du bist. Du bist hier über den Berg, glaube ich, rübergeflogen. Ja, dahinter ist ein Plateau. So. Ein Vogel zwitschern. Okay. Ein Mana. Mana. Flog gerade vor mir lang. Ein Ma, was? Ein Managr. Ein Managr? Ja. Der hüpft. War das nicht eine mittelalterliche Waffe? Oder eine Waffe bei den Römern? Managr? Ja, aber der heißt Managr. Und was ist es? Das ist ein Drache, der kann senkrecht springen und okay. Richtig fliegen, nicht so ähnlich wie die Rock Drakes damals. So. Ach, da bist du. Gefunden. Dann suchen wir mal. Wir wollen ja Schneeeulen haben. Wir haben hier jede Menge, was kreucht und fleucht. Ach, der ist wieder. Ja, genau. Managar. Ja. Huh? Mhm. So was will ich haben. Der ist ja cool. Ja. Was? Schwer zu tamen. Egal. Ich habe doch gar keine Schneeeule gefunden. Also vorhin hast du direkt über einer gesessen. Hast du nicht gesehen? Bist du ein Argy oder bist du eine Schneeeule? Ich glaube, hier gibt es keine Argys. Wo ist die Schneeeule, die hier eben war? Eine 70er Snow Owl. Ach, die haben sie noch nicht übersetzt. Ich habe direkt über einer gesessen, okay. Ja, jetzt vorbei. Jetzt bist du halt nicht mehr da. Ja. Jo, was bist du denn da für eine? Bleib doch mal ruhig. Ach, das sind zwei. 70er und 70er? Nee. Sabertooth. Mensch! Verdammte Viecher! Und 77er. Nee. Lächerlich. Will ich nicht. Nee, wir sollten vielleicht mal zusammenbleiben. Wo bist du überhaupt? Ich bin gerade auf einem Plateau gelandet. Ja, das ist
sehr informativ. Ja, das ist so, als wenn ich sage, ich bin im Schnee. Genau. Irgendeine Richtungsangabe vielleicht? Warte, ich nochmal auf der Map. Ich bin so ziemlich in der Mitte vom Schneebiom. Oh, hallo. Ich finde dich doch immer wieder. Ja. Komisch. Ach, da oben bist du. Okay. Das ist wie im wahren Leben. Da geht keiner verloren. Nee. Oh, pfeift hier aber ganz schön. Er wird ja nur kalt beim Zuhören. Du bist jetzt wieder hingedreht. Ach, da unten bist du. Ah, da ist noch eine Was sind das, die Schneeäulen, die du meinst? Ja, die meinte ich. Fast drüber gesessen hast. 169er. Hey, das ist doch schon mal, aber hier ist ziemlich viel. Noch eine 169er? Ne, 7er. Aber die 169er, das... Das wäre schon mal ein Anfang. Ja. Müssten wir hier nur irgendwo die Tame-Falle aufbauen. Naja, ich muss gucken, ob wir hier irgendwo was haben. Parazea. Oh, hier geht's raus. Bist du die 7er? Die mache ich mal eben weg. Ich muss aufpassen, weil die können einen vereisen. Fehlt. Ist die schnell? Die sind schnell. Jetzt haben wir sie. Okay. So. Ja, würde ich sagen, bauen wir hier schnell das Themengehege auf, ne? So, achso. Wo habe ich... Wolf. In der Nähe? Mhm. Okay, sagst du, wenn er kommt? Ich laufe eigentlich eher weg. Achso, Das Tor musst du gerade noch rausnehmen. Was machst du gerade? Entschuldigung. Schieb mich nicht zur Eule hin, das wäre etwas uncool. Ach, echt jetzt? Ich wollte dich gar nicht rumschieben. Oh, verdammt, jetzt habe ich hier... Scheiße, zwei zu wenig. Okay, müssen wir anders machen. Wir hoffen, dass es reicht. Das ist zu niedrig. Die Eule ist gleich da. Moment, das Tor kurz rausnehmen. So, achso, da sollte man Pino auf passiv pfeifen. Das stimmt. So. Toll.
das denn? Achso, ist neutral. Okay. Ah, verdammt! Ist die fertig? Ja, die ist fertig. Muss nur das Tor aufgemacht werden. Jetzt scheint sie sich mit dem... Okay, Tor ist auf. Wolltest du eigentlich zu Fuß da reinziehen? Oh Scheiße. Jetzt habe ich das. Weil du... Scheiße, sind Wölfe da oder was? Oh, super. Toll, jetzt sind Wölfe hier. Mhm. 133er noch dabei. Na, warten wir es mal ab. Vielleicht legen sie sich gleich mit den Ankylos an und segnen das Zeitliche. Ich hoffe nur, dass unsere Schneeeule dabei nicht So, sind die jetzt hier weg, die Wölfe? Natürlich muss die Schneeeule mit den... Hallo! So. Und... ja gar keine Aufmerksamkeitsspanne. So. Ich hab da mal was ausgepackt. Ich hab da mal was ausgepackt. So, Wolf ist erledigt. Ich brauch dich hier. Ja. Komme ich da raus? Nee. Ah, scheiße. Das ist aber eine doofe Idee. Ah, nein. Jetzt ist mein Vieh hinterher. Ich hab's doch auf neutral gepfiffen. Ah, fuck. Jetzt haut doch ab hier. Ich kann nicht vom Velo absteigen. Ah, das sind schon wieder Wölfe. Warum hängt deiner immer noch dran? Verhalten und passiv, so. Bringt die Eule um. Na geil, jetzt hab ich irgendwas am Arsch. Was ist das? Irgendein Schwein? Ach, diese Heilschweine. Ich zieh's mal weg. Scheiße. Ja, das geht ja echt schon wieder gut los hier. Mhm. Die üblichen Probleme. Kommt Otto da hinten raus? Nee, ne? Nee. Ist das Schwein jetzt weg? So aus. Oh nein! Was denn? Der ist auf Dingens gestellt. Okay.
Verhalten passiv. So, ach scheiße, beim Vogel folgt mir ja noch. Oh. Oh, scheiße, die ist nicht reingegangen. Oh. Toll, jetzt habe ich mich hier festgebackt, oder was? Oh, oh. Was denn? Ja, ich... Die kommt nicht rein, die ist zu groß. Ich bin jetzt in der Terminfalle ja. Drin. Und fast tot. Ach, scheiße, jetzt geht ihr auf die Viecher los. Ich flieg den mal eben weg. Schlecht rauskommt. Ah, ja, es ist, weil ich Dingens. Vielleicht kann ich die Ceilings doch höher setzen, ich weiß es noch nicht. Du kannst natürlich auch versuchen, dass wir sie so legen. Ich treffe sie bloß nicht. Ist sie jetzt drinne? Ich hätte die eine Ceiling rausgenommen. Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Ich bin fast tot. Ja. Ich bin tot. Ja, Entschuldigung. Oh. Das war das Einzige, was mich noch geschützt hat. Und du baust sie auseinander. Ich wollte ihn noch ein bisschen höher setzen. Ja, ich wollte es eigentlich ein bisschen höher setzen, damit ich sie reinziehen kann. Das hättest du mir vielleicht sagen können. Hatte ich? Du hast gesagt, ich könnte sie mal höher setzen. Ach so. Aber du hast nicht gesagt, geh mal da raus. Ja, da hatte ich ja nicht gedacht. Ich war fast tot. Ich habe dir gesagt, dieses ist der Einzige. So, sie liegt. Jetzt hole ich erstmal unsere Flugviecher in Reichweite. So.
Bist du hier ein Schaf oder was bist du? Ach, so ein blödes Schwein wieder, ey.